Die Gebäude des Fachbereichs Gestaltung stehen auf der Mathildenhöhe. An diesem Platz begann schon vor über 100 Jahren die Designausbildung in Darmstadt. Heute hat der Fachbereich zwei eigenständige Studienbereiche, Kommunikationsdesign und Industriedesign. Fotografie ist ein Studienschwerpunkt im Kommunikationsdesign. Auch die Fotografie blickt in Darmstadt auf eine lange Tradition zurück. Seit mehr als 40 Jahren wird hier erfolgreich Fotografie gelehrt. Die Studierenden können sich schon bei der künstlerischen Eignungsprüfung speziell für Fotografie bewerben. Nach bestandener Prüfung besteht die Möglichkeit, sich von Anfang an auf Fotografie zu konzentrieren, mit einem fotografischen Projekt das Studium abzuschließen. Grundsätzlich können alle Designstudierenden Fotokurse belegen und die Studios und Labore nutzen. Die Einführungskurse Fotografie für Industriedesigner finden ebenfalls in den Fotostudios statt. Für Produktfotografie wurde ein Arbeitsplatz so ausgestattet, dass die Industriedesign-Studierenden ihre Produkte auf einfache Weise optimal aufnehmen können. Dafür stehen ihnen eine große Auswahl technisch anspruchsvoller Geräte von der Aufnahme über die Bildbearbeitung bis zum Print und dem Finishing zur Verfügung. Aus zentralen QV-Mitteln konnten wir hier im Studio insgesamt 4 Arbeitsplätze einrichten, welche mit modernster Blitztechnik und Kameras mit hochauflösenden Digitalrückteilen ausgestattet sind. An diesem Arbeitsplatz lernen die Studenten den Umgang mit einer digitalen Fachkamera und professionellem Licht. Die Fachkamera ist eine Blackbox, wobei sich die vordere und hintere Standarte einzeln verschieben lässt. Durch die große Sensorfläche wird nicht nur eine Anzahl von 60 Millionen Pixel erreicht, sondern dies ermöglicht auch den gezielten Einsatz von Schärfe und Unschärfe als fotografisches Gestaltungsmittel. Dazu stehen sämtliche Verstellmöglichkeiten einer Fachkamera zur Verfügung. Während sich die meisten Studierenden mit Fotoschwerpunkt im Laufe des Studiums eigene professionelle Kleinbildkameras zulegen können, bleibt der Kauf einer Fachkamera mit Digitalrückteil eher unerschwinglich. Mit den finanzierten Geräten wird den Studenten der Umgang mit dieser anspruchsvollen Technik ermöglicht. Mit den Anschaffungen aus den QV-Mitteln konnten wir 3 Arbeitsplätze mit Blitzanlagen, Lichtformern und digitalen Mittelformatkameras so ausstatten, dass ein optimaler Workflow von der Aufnahme bis zum Fine Art Print gewährleistet ist. Viele dieser Bildproduktionen wurden auf den Bilderschauen der Fotokina in Köln, beim Ray Festival in Frankfurt, bei den Dialogausstellungen zu den Darmstädter Tagen der Fotografie. Bei den Anschaffungen unserer Geräte haben wir besonders darauf geachtet, Geräte zu kaufen, die auch in den Mietstudios genutzt werden oder bei Leihfirmen gemietet werden können. Auf diese Weise sind unsere Studierenden optimal auf die spätere Praxis vorbereitet und werden bevorzugt schon während des Studiums als Assistenten gebucht.